Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück bei Doom 3. Mein Name ist Fogator und ich höre die ersten Schreie. Was erwartet uns denn als nächstes? Tod und Verderben? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich möchte noch mal ganz kurz was in den Einstellungen gucken. So, das mit der Lautstärke sollte sich jetzt manuell alles klären. Denn ich benutze jetzt ein weiteres Programm, um aufzunehmen, um quasi separat aufzunehmen. Vorher habe ich alles mit Fraps aufgenommen, komplett Spielsound und meine Stimme. Jetzt habe ich meine Stimme nochmal separat aufgezeichnet, um die auch dementsprechend auch etwas lauter zu kriegen. Und das sollte eigentlich hinhauen. So, jetzt muss ich meine Finger richtig legen. Ich habe es schon wieder auf Q, W, E und R gesetzt. Aber es ist jetzt WASD im Vordergrund. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal weiter um. Geht schon wieder los. Hier schießt wieder einer auf mich. Ein kleiner Pisser. Ein bisschen aufpassen. Was ist mit dem da oben? Schon mal präventiv ein bisschen wegklatschen, den kleinen Mongo-König. So. Aber hier war ich auch noch nicht, ne? Hier wieder überall Geräusche. Da hat wohl jemand, gib mir deine Hand, falsch verstanden, ne? Was habe ich hier? Nichts. Hier. Hey du! Geh her! Hey! Was haben wir hier? Nichts. Hierher, ich komme! Hoffentlich bist du nett. Ich meine, du sprichst zumindest schon mal. Ich dachte, ich sei der letzte Überlebende. Zum Glück habe ich dich gefunden. Etwas ist passiert. Ich weiß nicht, was. Ehrlich. Es lief wie eine Schockwelle durch die ganze Basis. Die Leute veränderten sich. Es war verrückt. Ich habe an den Ventilationsschächten gearbeitet. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Hol Hilfe. Bitte. Aber nur, wenn du was für mich hast. Niemals. Ich bleibe hier oben. Nur hier ist es sicher. Bist du sicher? Ich könnte ja mal durch die Lüftungsschächte gucken, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich hier was machen? Natürlich kann ich hier nichts machen. So. Oh, da ist wieder... Oh, da ist was Cooles. Erstmal. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ja, aber hier ist sicher, sagst du? So, Sicherheitsrüstung. Erstmal 125 Rüstung. Hallo! Komme ich da jetzt durch, ohne zu sterben? Ja. Nicht so wie letztes Mal. Hallo? Warte mal, erstmal Taschenlampe kurz wieder aufladen. Und dann... Hopp. Na toll. Oh, hinter mir. Da war doch gerade der Nächste, oder? Natürlich. Komm um die Ecke. Komm, 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 komm. Was? Einer reicht nicht zu... Zombie-Man. Der kriegt erstmal einen. Und ich sag, du aufstehst. Und du? Ah, ich glaube, du kannst nicht mehr aufstehen. Irgendwas hier? Markus Stanton. Dann schauen wir uns doch das gleich mal an hier. Was haben wir uns denn zu sagen hier? Markus Stanton. Hier ist Mark Stanton, Ladelistenkontrolleur. Derzeit stationiert in Mars City. Ich weiß nicht, an wen ich das schicken soll. Darum schicke ich es an mehrere Adressaten. Wer dazugehört, sollte sich bitte einen Moment Zeit für den Bericht nehmen. Er ist wichtig. Die Verladevorgänge hier draußen machen mir große Sorgen. Als Ladelistenkontrolleur muss ich schließlich über alles informiert werden, was in Mars City ankommt oder es verlässt. Doch man hintergeht mich und verhindert, dass ich Frachtinformationen erhalte. Das ist inakzeptabel. Es könnte nicht nur bei meiner bevorstehenden Prüfung ein schlechtes Licht auf mich werfen, sondern es ist immerhin meine Aufgabe. Und ich habe satt außen vor. Halt dein Maul, ich höre gerade zu! Keine Ahnung, wer ständig Güter rein- oder rauslässt, ohne mich Ladelisten erstellen oder beschaffen zu lassen. Aber das muss aufhören. Ein Hafenarbeiter sagte sogar, ich solle mich verpissen, als ich einen der letzten Container, der direkt an Delta gehen sollte, stoppen wollte. Ich habe das sofort gemeldet und werde es auch beim Transitmanager ansprechen, wenn ich ihn sehe. Log ended. Alles klar. Irgendwas funktioniert hier nicht so, wie es soll. Was ist das? Erste Hilfe tatsächlich. Oh,
glaube ich nicht. Oh no. Da kommen sie her. Alter! Hahaha, ihr kleinen Wichser. Sieht aus wie ein automatisches Gewehr. Hä? Nichts gehört. Achso, das war nur so ein Rungo-Brother. Geht's jetzt hier weiter oder ist das hier noch. Das ist noch ein Lager, ne? Ein Schlüssel. 120 Schuss, jawohl, jetzt kann's losgehen hier. Erstmal nachladen, meine Freunde. Voll. Okay. Das muss ein sehr schnelles. Sehr schnell. Kommandozentrale, hier ist Spezialist Würzen. Mein Team ist vor Ort, sie sind alle tot. Ich bewege mich hier blind. Wie lauten meine Befehle? Ende! Spezialist Wilson, Sergeant Kelly hier. Bleib auf der Hut, Junge. Geh zum letzten Sammelpunkt unser Schanzdick. Wir finden dich. Alter, jetzt krieg ich aber hier Waffen, du. Jetzt gibt's aber Waffen hier. Da habe ich schon wieder einen gehört. Ne, hab ich nicht. Lass mal alles aufladen hier. Hallo! Ach, guck mal, der Kleine hier. Der verteidigt hier. Das ist, finde ich, gut. Ist irgendwas? Nein. Hier irgendwas? Oh. Macht euch, krieg ich doch locker hier runter, ey. Ja, mit Headshots habe ich es nicht so. Und. Oh, da ist noch einer! Waffenwechsel, weg. Hör auf, mich zu schlagen, während ich dich erschießen will. Alter. Ich bin nicht das automatische Nachladen gewöhnt, sagst du? Ich quäl's ja nicht, ne? Warte mal ganz kurz hier. Habt ihr auch das Gefühl, dass ich so stark verziehe immer? Ehrlich gesagt, da siehst du. Texturdetail. Ach so, ich wollte ja letztes Mal die Einstellung ändern, ne? Sichtfeld, immer rennen, Taschenlampen abschalten, Taschenlampenschatten. Taschenlampenschatten ist doch cool. So. Ich wollte ja eigentlich Dings machen, ne? Alter, das sieht ja echt gar nicht mal so uncool aus. So. Hab ich dich schon erschossen? Schuss in den Kopf, besser ist das. Nicht, dass du nachher auch aufstehst hier. Hallo? Ah! Was ist denn? Ah! Stirb, stirb, stirb. Wie viele Schüsse der braucht, ey. Taschenlampe. Ach, ein Kopfloser ist auch noch irgendwie. Mein Gott, wie die jetzt aushalten das. Deswegen habe ich so viele Schüsse. Was habe ich da jetzt aufgenommen? Schrothülsen. Dann machen wir mit den Schrothülsen weiter, wa? So, wo geht es denn hier lang? Da war ich ja schon. Ich dachte, da ist vielleicht noch irgendwo ein Weg gewesen. Mich kannst du reinlassen, Junge. Brenner? Mein Gott, was du aushältst! Der war doch besessen. War doch bestimmt ein bisschen schlimmer als alles andere. Okay, der war am Brennen. Hallo! Was bist du denn für einer? Ich treff nicht! Hallo, Ladies! Ja, piss dich! Hier, ich hab mehr Schrot als du. Aua! Hä? Wo kommst du denn her? Was bist du denn für ein kleines... Dickbäuchlein? Boah, Alter! Scheiße, dass du so lange nachladen musst, ne? Du kleiner... Mongolenkrieger. So, was haben wir hier noch? Muni. Jede Menge
Muni und Rüstungsfragmente, das ist wichtig. So, ich lade, ich speichere mal ganz schnell. Nicht, dass es hier wieder. Nicht, dass es hier wieder was gibt. Annehmen. Das muss ich wieder so weit laufen. Ist doch scheiße. Oh, da hat er wieder was fallen lassen. Na, du Kleiner. Ich empfehle euch immer mal einen Kopfschuss zu geben hier. Damit der Typ auch ja nicht nochmal aufsteht. Nachher fallen sie dir wieder in den Rücken. Das habe ich aber gerade schon erlebt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, hi. Alter, 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 alter Junge. Boah, was die an Schüsse aushalten, ey. Ja, ihr merkt schon, ich bin recht guter Shooter-Spieler. Ne? Deswegen wird, glaube ich, auch nichts anderes kommen als Singleplayer-Shooter. Ich glaube, bei allem anderen werde ich mich blamieren. So. Infirmary. Habe ich hier was Cooles? Vergiss nicht, Audiologs können wertvolle Informationen enthalten. Sowas vergesse ich nicht. Habe ich ein neues gekriegt? Ich glaube, der war der neueste, ne? Psychologische Meldungen. Audiolog von Dr. Cassian, zurzeit stationiert in Mars City. Ich war gerade beim wöchentlichen Status-Meeting auf der Krankenstation. Hauptthema war die große Zahl psychologischer Probleme in der letzten Zeit. Die Anzahl der Krankmeldungen lässt darauf schließen, dass 10% des gesamten Personals auf der Basis Symptome aufweisen. Da viele aber solche Probleme nicht melden, könnte die Anzahl der Betroffenen in Wahrheit näher bei 30-40% liegen. Selbst hier auf der Krankenstation verzeichnen wir einige Fälle. Mehrere Pflegekräfte und ein paar gute Ärzte sind aus ähnlichen Gründen krankgeschrieben. Ich werde offiziell die Entsendung von 2 weiteren Psychiatern mit dem nächsten Shuttle von der Erde anfordern. Unsere 2 sind überarbeitet und die schwierigen Sitzungen mit ihren Patienten wirken sich allmählich auch auf sie aus. Dr. Cassian, Ende. Tja, tja, tja. Wenn alle Experimente glatt laufen würden. Dr. Markasian. Um 15.47 Uhr wurde der Patient Jonathan Wills nach wiederholten Klagen über Schlafmangel und Übelkeit aufgenommen. Laut Pflegekraft war Mr. Wills ruhig und wies keine Anzeichen einer Störung auf, als er in Untersuchungsraum 5 gebracht wurde. Als ich ihn um 10 nach 4 sah, hatte sich seine Persönlichkeit drastisch verändert. Als ich den Raum betrat, stürzte sich Mr. Wills mit einem Skalpell auf mich, das er offenbar aus einer Schublade gestohlen hatte. Mit der Hilfe eines Pflegers konnten wir ihn unverletzt überwältigen und sedieren. Mr. Wills stand unter starken Medikamenten und konnte nicht untersucht werden, schaffte es aber in den 20 Minuten ohne Aufsicht, sich 3 Symbole in den Arm zu ritzen und seine eigene Zunge in 2 Teile zu schneiden. Alter. Ich kann nur Vermutungen zur Ursache seiner Probleme anstellen. Ich hoffe, dass bald weitere Psychiater eintreffen. Inzwischen sollte als Reaktion auf seinen Angriff alles medizinische Material in einen sicheren Krankenhausschrank mit dem Code 347 eingeschlossen werden. Dr. Cassian, Ende. Danke. Darauf habe ich gewartet. So, was habe ich denn alles bekommen? Jede Menge Schüsse, meine Freunde. Das hat sich doch gelohnt, sich diesen Log anzuhören. So, 125 Rüstung, 100 hier. Jetzt kann es weitergehen. Oh yeah. Hi! Kleiner Mongo. Oh, da kommen schon die nächsten, sagst du? Nicht, Kollegen! Wo sind wir hier? Irgendwas Cooles zu finden? Hier wurden ja anscheinend die Experimente gemacht. Nicht nur hier. Oh, ein Infusionsbeutelchen, ne? Eine Kochsalzlösung zu injizieren. Vielleicht hilft's ja. Erstmal Kopfschuss geben. So, auch nichts Interessantes. Jetzt werden wir hier von Raum zu Raum geführt, in der überall Leichen liegen. Aber erstmal kriegt er ein Handy.
Schon wieder so ein brennender kleiner Mongo. Ja. Außer man muss auch dazu sagen, dass ich, wenn ich Ego-Shooter gespielt habe, Call of Duty beispielsweise, habe ich auf Konsole gezockt. So gesehen habe ich nie Übung gehabt in Mausbewegungen quasi. Habe ich da durchgecrouched? Oh ja, komm ich. Erstmal Patronen aufgenommen. Heal habe ich. Health, Heal. Mein Gott, ey. Überall diese verseuchten Idioten hier. Da habe ich doch jemanden gesehen. Habe ich das gehört? PDA wird heruntergeladen. Guck mal, was sagt uns der PDA denn? Bill Tyson. Allgemeine Truppen. Audiobericht über die Truppenmoral. Die Kampfmoral beginnt zu sinken. Noch besteht kein Grund zur Sorge, denn ich achte darauf, dass meine Marines stets auf Zack sind. Aber die Vorkommnisse auf der Basis zermürben die Leute. Hier gehen Dinge vor sich. Seltsame Dinge, die schwer zu verstehen sind. Ich glaube, es liegt an den UAC-Experimenten. Ach, hier draußen gibt es keine Regeln. Sie könnten also an Gott weiß was herum experimentieren. Es werden schon etliche Leute vermisst. Keine Marines natürlich. Zivilisten. Kurz gesagt, was auch immer hier los ist, macht meine Männer hochgradig nervös. Ja, wen nicht? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Grund zur Beunruhigung, aber ich schlage vor, die Truppen alle 90 Tage auszutauschen, statt alle 180. Ich werde sie weiter auf dem Laufenden halten. Danke. Gut, dass schon weitere Marines hierher unterwegs sind. Neue Gesichter werden helfen. Sergeant Tyson, Ende. Sergeant Tyson, Ende. Und was sagte denn der liebe Sergeant Tyson zum Audiobericht zur Bestätigung der Stationierung neuer Marine-Truppen in Mars City, 30. Oktober, 21:45. In ein paar Tagen werden die neuen Truppen da sein. Ich habe ein paar Trainingseinheiten zum Nahkampf mit Handfeuerwaffen und Pflichtauffrischungskurse für alle unsere Waffen- und Munitionstypen eingeführt. Angesichts der großen Anzahl von Sicherheitsverstößen und der allgemeinen Feindseligkeit auf der Basis habe ich die Sicherheitskräfte verdoppelt und zwei Marines für jeden Kontrollpunkt abgestellt. Diese Zusatzkräfte dürften zur Beruhigung der Lage beitragen. Ich rechne damit, dass die neuen Marines nicht ganz so unerfahren sind wie die letzten Truppen. Sie machen sich ganz gut, aber in der gegenwärtigen Situation kann etwas Kampferfahrung nicht schaden. Sergeant Tyson, Ende. Oh ja. Das wird schwierig. So, wo sind wir denn jetzt hier? So, die Kontrolltür ist natürlich das Zugriff verweigert, verriegelt. Das heißt, ich werde wohl einen Key suchen müssen. Hast du einen? Nein. Wäre natürlich zu einfach, direkt vor der Tür einliegen zu lassen, ne? Kopf. Bist du für eins? Achso, du bist... Achso, Entschuldigung. Falls noch jemand... Ey. Erschreck mich doch nicht so. Kommunikationszentrale. Marine, unglaublich, dass du noch lebst. Oh ja. Ich komme nicht nach Mars City zurück. Alle Passagen aus dem Delta-Komplex sind dicht. Ich richte einen Kommandoposten ein, um den Status der zentralen Delta-Behörde abzuhören und mit den Marine-Teams zu kommunizieren. Nimm Verbindung zum Bravo-Team auf und setz die Botschaft ab. Geh zum Alpha-Labor. Dann findest du sie. Ich aktualisiere deine PDA-Sicherheitsfreigabe. Gute Arbeit. Viel Glück, Marine. Dankeschön, lieber Herr Kommandant. Aber ich glaube, Glück werde ich hier eine ganze Menge brauchen, wenn nicht sogar mehr. Komme ich hier irgendwo hin? Nee. So. Bevor ich jetzt weitergehe, weil ich nehme an, ich werde dahin. Da werde ich doch bestimmt hin müssen, ich teste. Ja, das werde ich noch weiterlaufen. Hey, wo kommt ihr denn auf einmal her? Hör auf, dich zu bewegen. Ich kann nicht schießen.